Moin, ja, wie ihr seht, das Rad ist vollgepackt. Ja, es geht sogar noch mal auf eine kleine Spätsommerrunde. Oh, ein bisschen Urlaub noch genommen. Eigentlich hatte ich mehr geplant, aber das habe ich verfallen lassen. Ich habe nicht so viel Lust dieses Jahr auf eine große Runde, aber auch noch auf eine kleine. Vielleicht habt ihr es hier erkannt. Ja, ich stehe hier mitten auf dem Marktplatz von Cottbus. Hier habe ich schon mal gestanden auf meiner Spreewaldrunde und da bin ich nämlich der Spree schon so ziemlich genau gefolgt. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Da wollte ich doch jetzt gerne mal wissen, wie es weitergeht bis zur Quelle. Das ist noch ein gutes Stück, aber bestimmt ein schönes Stück. Ich freue mich drauf, auch wenn es nur ein paar Tage sind. Danach geht es nämlich noch ein bisschen weiter, denn ich komme hier wieder zurück nach Cottbus. Ja, und dann hoffe ich auf ein paar schöne Tage hier in dieser Gegend. Was ist das alles hier? Lausitz, Zittau komme ich noch mal hier durch am morgigen Tag. Also ein bisschen gebirgig wird es auch noch auf dieser Reise. Also da freue ich mich drauf. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Nun bin ich schon ein paar Kilometer gefahren, fast raus aus Cottbus, aber von der Stadt sieht man ja gar nicht so viel. Ja, die Stadt hat mir schon letztes Mal sehr gut gefallen. An der Spree ist alles richtig schön parkartig, durch Wald. Man merkt echt die Stadt nicht, aber der Abstecher in die Stadt lohnt sich auf jeden Fall. So, und da drüben auf der anderen Seite ist auch noch so ein richtig großer Park. Den werde ich wahrscheinlich auf der Rücktour, wenn ich wieder hier ankomme, nochmal durchfahren. Ja, ich komme hier wieder durch, denn es wird wieder eine Runde werden. Aber wie ich die gestalte, das seht ihr denn. Oh, und so. Wenn das so weitergeht, kann das ja nur gut werden. Ich hoffe, das Wetter hält, aber es sieht so aus, dass auch heute ein bisschen Regen kommt. Aber die nächsten Tage ist schon wieder gut angesagt. Also heute ist so ein bisschen Gewitterluft, Regenschauer sind unterwegs. Heute Morgen hat es schon das erste Gewitter gegeben. Also so ganz trocken rechne ich mal nicht heute, aber egal. 90 Kilometer habe ich mir heute ungefähr vorgenommen. Wie gesagt, von der City sind das 95 gewesen. So, Bautzen, da ist ein Campingplatz. Da möchte ich hin. Das ist mein Ziel für heute, mein Etappenziel. Immer an der Spree entlang. Oh, und dann, wenn das so weitergeht hier, dann freue ich mich ja richtig drauf. Nach mehr als 20 Kilometern stehe ich jetzt hier vor der Talsperre Spremberg. Hier wird die
Spree gestaut. Mann, die wird nicht nur einmal gestaut, da komme ich noch mal zu einem Stausee. Aber es ist echt riesig, so groß habe ich mir das hier nicht vorgestellt. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt gerade Glück gehabt. Vor einer Stunde oder so muss hier ein riesen Schauer durchgegangen sein. Alles tropft von den Bäumen hier. Also bis jetzt habe ich Glück mit den Schauern. Aber an diesem Plätzchen, ja, da kann man sich auch gut gehen lassen, denn hier ist auch ein Campingplatz. Hier sind überall so eine Hütten da zu sehen. Hier wäre zum Beispiel schon mal wieder ein Campingplatz, aber das wäre nach ein bisschen mehr als 20 Kilometer nur wirklich viel, viel zu früh. Ja, die Sonne kommt nicht raus, aber es ist so unheimlich drückend warm. Also für September muss ich echt sagen, boah, schönes Wetter ist ja eigentlich immer oft im September, aber so warm und schwül, boah, ich hoffe, da kommen keine großen Gewitter heute. Wenn der Talsperre schon Spremberg heißt, dann wird er auch gleich Spremberg als nächstes kommen. Dieser Weg Richtung Spremberg oder wie man es ausspricht, geht hier immer durch diese Kieferwald hier, teilweise mit blühender Heidelandschaft. Hat was, richtig toll. Zwar ein bisschen, ein wenig Monokultur hier, aber es hat schon was. Aber ich muss sagen, die Mücken haben es auch hier gerne, also ich muss weiter, sobald man stehen bleibt, kommen die. Bin ich hier Höhe Spremberg. Einmal bin ich jetzt so einen Schlenker durchgefahren. Der Radweg führt eigentlich immer hier an der Spree entlang. Richtig toll, immer durch so eine Allee auf dem Deich. Es schlängelt sich immer hin und her. Also das ist auf jeden Fall besser, als was ich schon mal dieses Jahr gefahren bin an so einem Fluss. Ja, also es trübt ein wenig, dass die Farbe des Flusses so ein bisschen braun jetzt ist. Ich glaube, das kommt von den abgepumpten Wasser der Tagebauten hier. Ich komme jetzt in die Lausitz. Aber trotzdem mal ein richtig schöner Radweg, kleine süße Stadt hier, ja, aber es wird langsam Zeit nach über 30, 32 Kilometer eine Pause da oben auf der Bank, ein kleiner Snack und dann geht's weiter. Also das Wetter ist echt top, richtig schön warm ist es, aber solange die Sonne noch nicht so voll drauf kommt, ist es richtig angenehm, aber es macht richtig Spaß, ich muss sagen, richtig toller Radweg. Bis jetzt, das war es davor ja auch schon, also es geht hier hinter Cottbus. Also so weiter.
Ich habe jetzt auch gerade noch mal in die Karte geschaut, also die nächsten 20 Kilometer, da kommt ja fast gar nichts mehr. Die Ortschaften sind ziemlich klein. Der nächste größere Ort, Boxberg, das sind schon über 20 Kilometer. Also jetzt ist so eine fast menschenleere Gegend. Kommt jetzt. Da bin ich mal gespannt. Einsam, aber echt toll zu fahren hier. Boah, es ist zwar flach hier, aber irgendwie ist es echt schön. So ist das echt toll. Nee, keine Pause hier, auch wenn das eine schöne Bank wäre. Hier gibt es genug davon, auf jeden Fall. Also das wäre jetzt ein bisschen früh. Aber die Luft hier ist echt zum Schneiden. Ich bin jetzt auch in Sachsen angekommen, schon seit einigen Kilometern. Aber von dem Wetter her hat sich hier noch nichts geändert. Also das ist richtig fast zum Schneiden. Boah, so 20 Grad, richtig dicke Luft, trotz Wind, Gegenwind natürlich. Aber der tut schon eher gut, als das seine Hälfte. Ja. Mal schauen, wie es weitergeht hier. Jetzt bin ich ein ordentliches Stück weiter gefahren, ein nicht so tolles, muss ich sagen. Immer an der Hauptstraße entlang, auf den Radweg, ja, links und rechts. War Sperrgebiet, militärisches. Ja, konnte man halt nicht anders legen, aber schön war es nicht. Das Wetter hat sich jetzt auch verschlechtert, es regnet ein wenig. Man könnte, glaube ich, kaum sehen, aber so ein bisschen. Ist doch genau die richtige Zeit jetzt, um eine Pause zu machen. Zweites Frühstück. Ist eigentlich Mittag, 12 Uhr, sogar nach 12 schon. Aber ich mache mir gerade Wasser mal warm für ein Cappuccino. Esse hier noch ein bisschen Brot mit Marmelade und Nuss-Nougat-Creme. Bisschen was Süßes, um wieder zu Kräften zu kommen. Ja. 60 Kilometer habe ich ja schon, also es zählt so ein bisschen. Das ist so ziemlich voll im Moment noch alles. Vor allen Dingen mit Lebensmitteln. Ich habe ja immer Angst zu verhungern. Aber im Moment passt das genau richtig. Eine Hütte hier. Doch nicht super gelegen, keine Aussicht hier oder so, aber es langt ja. Jetzt will ich erstmal Hunger und Durst stillen. Bisschen das hier genießen und hoffe, wenn ich fertig bin, dass es aufgehört hat zu regnen. Ich bin jetzt hier irgendwo hinter Boxberg, da bin ich nämlich schon vorbei.
So, nach dieser schönen Pause super abgepasst. Es ist wieder trocken, die Sonne scheint langsam wieder. Stehe ich jetzt hier am Bärwalder See, einen ehemaligen Tagebau. Da hinten ist das Kraftwerk, was ja wohl bald abgeschaltet wird. So lange dauert es ja gar nicht mehr. Es ist immer jetzt wieder immer noch so warm. Unglaublich, es ist doch die erste Schauerlinie durch. Aber es ist immer noch die Luft zum Schneiden. Super, super warm, aber auch super schön. Jetzt hier, ja, so ein See ist jetzt entstanden hier. Ist ja auch was Schönes. Boah, jetzt geht es ein Stück entlang und dann immer weiter. Bautzen war auch schon auf den Schildern drauf. Also, so früh wie ich heute bin, schaffe ich das ja alles locker. Wenn nicht jetzt noch irgendwo viele, viele Gewitter kommen. Man sieht schon in der Ferne, jetzt kann man das hinter den Bäumen nicht sehen, da sind schon ein paar dicke, dicke Quellwolken, aber die sind nördlich von mir. Die ziehen an mir vorbei. Da geht es erstmal weiter im Trockenen. Hier bin ich jetzt bei dem Örtchen Neudorf über der Spree. Das kriegt man zurzeit nicht oft zu sehen. Ich fährt hier auf Landstraßen. Kopfsteinpflaster, aber das flache Kopfsteinpflaster, das geht gut. Ja, und gleich muss ich eine Umleitung fahren, das weiß ich, weil die Strecke hier durch diese Seen. Die ist gesperrt. Wegen Bauarbeiten, deswegen muss ich umfahren und das wird großräumig umfahren. Wenn ich da bin bei Mulsa, geht es dann hier rüber. Und hier rum. Und dann eine Talsperre ran. Ja, muss ich in Kauf nehmen, sind ein paar Kilometer mehr. Aber ich bin da sehr gut in der Zeit, solange das Wetter hält, ist ja alles gut. Es sieht so aus, weil das Dunkel, die Gewitter, das ist alles nördlich von mir. Bis jetzt zumindest. Thank you.
Nun bin ich hinter Brösa und auf der Umleitungsstrecke, die aber auch genauso jetzt ausgeschildert. Das soll ein, zwei Jahre dauern. So lange hält das an hier, diese Umleitung. Aber naja, hier geht es auch durch Fischteiche. Also gar nicht so schlecht. Aber viel schlechter ist das Wetter. Es wird immer dunkler. Ob ich noch trocken ankomme? Ich habe noch 15 Kilometer bis zum Campingplatz. Das wird eng. Na, mal sehen. Ich hoffe ja, es bleibt noch trocken. Wollen wir mit Regenklamotten fahren bei der Wärme? Boah, ne, nicht unbedingt. Der Biergarten hier wäre gerade recht zum Regen, aber der hat leider geschlossen. Aber ich stehe hier unter so einem kleinen Dach. So. Gewittertauglich ist es jetzt nicht gerade. Aber zum Glück ist es hier jetzt kein Unwetter, das kam. Zieht auch ganz schön schnell. Auf einmal war es da. Aber naja, das werde ich schon irgendwie überstehen, solange hier kein Blitz einschlägt. Da wollen wir nicht hoffen. Regen überstanden, aber diese Umleitung, oh Leute, unmöglicher Weg hier gerade. Also mit Gepäck kaum zu bewältigen. Da kann man nur sagen, bleibt da hinten auf der Straße. Also die Umleitung ist echt nicht gut hier. Das kann man auch über die Straße machen, wenn es vielleicht ein bisschen gefährlich ist. Aber mit Gepäck ist das kaum zu bewältigen. Gerade jetzt noch, wo jetzt alles voll mit Pfützen ist. Unmöglich war das gerade. Und dann fing es sogar noch mal wieder an zu regnen. So ein bisschen mehr. Aber es war zum Glück nur kurz. Jetzt kommt wieder die Sonne raus und ich hoffe, das war's mit dem Regen. Auf einmal tut sich hier die Aussicht auf. Hinten ist schon Bautzen zu sehen und das Gebirge, aber das kommt erst morgen. Aber auch hier war es schon recht hügelig. Boah, jetzt ist es auch nicht mehr so weit, 6,5 Kilometer nur noch bis zum Campingplatz. Und nach Regen sieht es erstmal nicht mehr aus, hoffe ich, dass es auch so bleibt. Ja, was ist das denn für ein schöner Ort hier am Stausee Bautzen? Kein Kilometer mehr und ich bin am Campingplatz. Noch nicht mal 17 Uhr. Also ich bin sehr, sehr gut heute durchgekommen. Das muss ich ja sagen. Trotz der Gewitter, trotz der Regenpause, also
Da war ich richtig gut dabei heute. Aber ich habe es trotzdem genossen, muss ich sagen. Die Sonne kommt langsam wieder durch, gleich wird es wieder warm. Aber ich will nicht meckern, der Winter kommt bestimmt. Also das war auf jeden Fall ein schöner Tag heute. Eine schöne Tour, zeitweise natürlich auch ein bisschen langweilig, aber es ging viel durch Wald. Der Weg war auch leider nicht immer perfekt. Ja, und das auf über 100 Kilometer. Ja, ich habe doch einige Abstecher gemacht, selbst jetzt hier oben zur Staumauer. Das hat sich ein bisschen als Sackgasse entpuppt. Da musste ich wieder umdrehen, an der anderen Seite war nur eine Treppe. Aber egal, das hat sich gelohnt. Ich bin immer noch sehr früh. Also, das war richtig gut heute. Eine gute Leistung, muss ich sagen. Ja, den fahre ich jetzt mal zum Campingplatz. Da habe ich reserviert, sicherheitshalber. Aber also, dann wird es wohl sicher sein heute, dass ich da penne. Denn Gewitter, ja, wie man sieht, da hinten sind die ganz dicken Wolken. Die ziehen nur nördlich an mir vorbei. Ich hoffe es. Der Wetterbericht sagt auch, da kommt nichts mehr hier. Aber das kann sich ja schnell nochmal ändern. Aber ich fahre erstmal hin und baue das Zelt auf und dann mal sehen, was der Abend noch so bringt. Kaputt. Boah, es geht. Die Höhenmeter kamen jetzt erstmal zum Schluss. Also, so ganz kaputt bin ich nicht. Es war richtig ein schöner Radeltag. Zelt steht. Ja, jetzt muss ich noch mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Radler oder sowas herkriege. Oder vielleicht sogar noch was zu essen. Ich schau mal. Also der Zeltplatz ist ja ziemlich leer, aber hier ist Strom, Stromsäulen, Wasser ist alles da. Schöne sanitäre Bereiche, alles top. Naja, ich guck mal, ob ich noch was zu trinken finde. Oder auch was zu essen. Ja, ich war einkaufen, hab nochmal hier Radler besorgt, aber bei den Einkaufsladen war ja auch ein Imbiss. Natürlich habe ich da zugeschlagen, einen asiatischen Imbiss. Da gab es lecker Nudeln, gebratene Nudeln mit Hähnchen. Das musste sein. Also wird es heute kein Kochstudio bei mir geben, wie so oft. Aber dafür sitze ich jetzt hier schön in Ruhe, hier nochmal am See, am Strand. Und man kann hier noch die Gewitter im Norden sehen. Große Brummer, die hier vorbeiziehen, da habe ich doch richtig Glück. Oh, da geht die Post ab und hier kommt nichts hin. Ist das toll. Also ich hoffe auf jeden Fall, da kommt nichts hin. Oh. Fazit, oh, da war sogar das Grollen zu hören. Ja, Fazit habe ich ja schon einigermaßen gemacht. Oh, jetzt noch mit diesen Hin- und Herfahren. Waren es ja jetzt schon über 110 Kilometern. Aber was heute richtig genervt hat, was jetzt hier auch schon wieder ein bisschen nervt, sind die Mücken. Da war heute ganz schön viele, sehr aggressiv. Ah, das war nicht so toll. Das Wetter hat noch nicht mal genervt heute. Also ich muss sagen, richtig klasse Tag. Ja, gut, dass ich das so gemacht habe. Ja, ich hatte natürlich mehrere Auswahl für eine kleine Runde zu machen. Und ich dachte, ach, der Spreeradweg. Ja, Videos habe ich mir gar nicht angeguckt, wie das hier weiterläuft. Jetzt, ich, natürlich vor ein, zwei Jahren habe ich mir die auch angeschaut bei anderen. Aber jetzt hier vor nicht. Also lasse ich mich noch so bisschen überraschen, was da kommt. Morgen geht's zur Quelle und dann noch weiter bis Zittau. Das ist so mein Ziel. Gar nicht mal so lang, aber morgen früh auch noch mal natürlich Bautzen angucken. Da war ich auch schon mal, das ist schon ein paar Jahre her, echt. Ja, das sind schon wieder etliche Jahre her. Da war ich ohne Rad. Nee, da war ich mit Rad da. Da habe ich an der Elbe Urlaub gemacht und bin dahin geradelt. Auch so eine Tour über 120 Kilometer mit einem Rennrad oder so war das. Hab mir Bautzen angeguckt und das war recht schön. Ich glaube, es wird jetzt noch schöner sein. Und dieser Abend ist auch recht schön. Und ich hoffe, die Bilder haben für sich gesprochen. Es war recht gut. Wie gesagt, das Wetter war egal. Ich habe genau den richtigen Zeitpunkt abwarten können. Gleich ein bisschen erst kochen, ein Tässchen Cappuccino warm machen und dann nachher da an dem Biergarten sitzen oder in dem Dach. Das war doch perfekt. Und jetzt zieht hier alles vorbei, das ist auch super. Ich hoffe, es hat dann wirklich gefallen, dass tolle Bilder zusammengekommen sind. Und mal sehen, was morgen passiert. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin, moin.